RIP. Level 46. Bei Kämpfen. Ja, nochmal Erdbeben. Wobei, ist es nicht auch ein Wasser-Pokémon? Ich hab da keine Ahnung mehr bei Gastrodon. Gastrodon. Ja, Wasserboden. Aber jetzt ist es auch egal. Wow. Paralysiert. Bums. Gluck, gluck, gluck. Ja, da ist er untergegangen. Beutel. Haben wir irgendwas zum Heilen? So. Machen wir es einfach so. Route 22 Sonneweg. Hallo. Der Arenaleiter von Sonneweg leidet in letzter Zeit unter extremer Langeweile. Anscheinend gibt es keine guten Herausforderer mehr für ihn. Müsste ich die Arena von Sonneweg in einem Wort beschreiben? Schockierende Elektrizität. Ups, das waren zwei Wörter. Ja, wow, verkackt. Hallo? Hey, Trainerkollege. Deine Pokémon sind in ihren Pokébällen gut aufgehoben, aber das verbirgt ihre Aura nicht. Sie sind ganz schön zähe Kerlchen. Oh, Entschuldigung. Ich sollte mich wohl erstmal vorstellen. Ich heiße Ignas. Ich bin einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Ich hätte da so eine Idee, vielleicht könntest du das erledigen. Es geht um die Arenaleiter dieser Stadt. Er hat neuerdings ein Enthusiasmus für den Kampf vollends verloren. Der Mangel an würdigen Herausforderern ist ihm aufs Gemüt geschlagen. Das hat er mir da gerade der eine der Maus auch gesagt. Er ist so gelangweilt, dass er die ganze Zeit seine Arena renoviert. Dann der Stromausfall hat seiner Laune sicher auch nicht geholfen. Du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, nicht wahr? Ich möchte, dass du ihm einen Kampf lieferst, der seine Leidenschaft für Duelle wieder zum Leben erweckt. Ich verlasse mich auf dich, Heißsporn. Ja, der wird verlieren. Sonnenweg, solares Leben. So, wir gucken uns erstmal die Stadt wieder an. Das hier ist eine große Stadt am Meer. Außerdem ist es das Tor zur Pokémon-Liga. Die Stadt verbraucht viel Strom, vor allem der Leuchtturm und die Arena. Schließlich haben sie alle Straßen mit riesigen Solarzellen gepflastert. In Sonneweg scheint ständig die Sonne. Das System ist einfach perfekt. Oh. Why not, ne? Manche Fallen dort unten entschärfst du mit dem Touchpen oder dem Mikrofon. Die Sphären, die du unter der Erde gefunden hast, sind wie Edelsteine. Du kannst sie gegen allerlei Nützliches eintauschen. Ja, ich mach das ja eh nicht. Der Untergrund, Mann Ewigenau und Adam aus Fleetburg sind verwandt. Nimmt man Adams Sohn Veit hinzu, hat man ein Trio hervorragender Bergleute. Warst du kürzlich im Untergrund? Je nachdem, wo du
hinabsteigst, gelangst du an verschiedene Orte. Deshalb kommt mein Forschersack an möglichst vielen Orten zum Einsatz. Begib dich in den Untergrund und erlebe dort ein tolles Abenteuer. Erobere die Fahnen deiner Freunde, um deine Geheimbasis aufzupolieren. Versuche, deine Basis zu tarnen. Mach gleichzeitig die Basen deiner Freunde ausfindig. Wenn du Sphären vergräbst, wachsen sie jeden Tag ein klein wenig. Das ist schon eine seltsame Sache. Oh ja, stimmt, ich sollte meine auch mal ausgraben. Habe sie fast vergessen. Ja. Wir gehen mal einfach nochmal rein, um einfach nur mit den Leuten zu reden. Ich habe von der Siegestraße gehört, die direkt zur Pokémon-Liga führt. Man sagt, an der Straße lauern viele Gefahren. Am besten packe ich so viele Items und Medizin ein, wie ich tragen kann. Auf dem Markt bekommst du Sticker für deine Pokébälle. Wenn du alle Sticker cool verwendest, beeindruckst du deine Pokémon. Also hier nicht, ne? Wie viel Belebe habe ich denn eigentlich noch? Ja, die reichen erstmal. Dann werde ich vor der Pokémon-Liga nochmal nachkaufen. Sonderwegmarkt. Große Auswahl an Stickern. Oh, dein Shelterra. Du musst dich mehr anstrengen. Dann gebe ich dir und deinem Pokémon ein schönes Geschenk. Der Sonderwegmarkt ist bekannt für seine große Auswahl an Stickern. Siehst du den Stickerhändler da? Der hatte die Sticker, die ich wollte, heute nicht auf Lager. Vielleicht habe ich morgen mehr Glück. Ah, darf ich ein wenig deiner Zeit in Anspruch nehmen? Du bräust es nicht. Willkommen, kann ich helfen? Stern A, Musik G, Blasen D, Blüten F, Linie B, Elementar A, Konfetti C, zurück. Okay, hier gibt es einfach nur Sticker. Und hier hinten fehlt jemand. Menschen und Pokémon passen ihr Leben ihrer Umgebung an. Wir alle tun das. Nur so überleben wir. Hallo? Ich heiße Jasmin. Ich bin eine Arenaleiterin. Oh, tut mir leid. Nicht in dieser Stadt. Ich bin eine Arenaleiterin in Johto. Es wäre so schön, wenn du Johto ein wenig kennen würdest. Oh, wenn du den Arenaorden nicht hast, musst du wieder umkehren. Oh. Ein weißes, unbeschriebenes Schild. Okay. Aber da steht doch ein weißes, unbeschriebenes Schild auf dem weißen, unbeschriebenen Schild. Das ist die Arena-Leiter. Die Arena meine ich. Monas Haus. Bänder für jedes Pokémon. Hallo? Oh, hallo. Was bist du für ein süßer Trainer? Mein Mann ist Seemann und ständig irgendwo weit weg unterwegs. Ich sehne mich danach, ihn endlich wieder bei mir zu haben. Allerdings kann das ganze Warten ganz schön langweilig werden. Ich habe eine Idee. Besuche mich ab und an und erzähle mir Geschichten, ja? Lol. Wie so ein älteres Pärchen. Vor langer Zeit lebte hier ein Junge namens Cyrus. Er mied die Menschen, fühlte sich in der Gesellschaft von Maschinen wohler. Ich erinnere mich noch, er war ein guter Schüler, was wohl aus ihm wurde. Ich hörte, Team Galactic führt nichts Gutes im Schilde, aber hier in Sonderweg haben wir noch nie einen von ihnen gesehen. Seid froh. Dieser riesige Fels ist... Ist das nicht ein Pokémon? Nee, das ist ein Fels. Pokémon-Fels, Sonnewegs Kulturerbe. Das ist einfach nur ein Fels. Unwichtig, das Teil. Oh, ein Donnerstein.
Brauche ich nicht. Aber ein Donnerstein. So. Dieses glitzernde, grelle Ding, das du da hast, ist echt cool. Das ist bestimmt ein Puketsch. Sind sie nicht einfach wunderbar? Ich arbeite für die Puketsch-Gesellschaft. Dort entwickle ich Originalzubehör für den Puketsch. Ey, du bist doch ein Trainer, oder? Tust du mir einen Gefallen? Deine Pokémon haben doch verschiedene Wesen. Kann ich sie sehen? Nö. Ich kann aber deinen PC wieder manipulieren. So, und jetzt kannst du nicht mehr richtig arbeiten. So. Der Arena-Leiter übertreibt es mit der Elektrizität. Er muss auch mal an die Stadt denken. Die braucht doch auch Strom. Nee. Okay, dann bin ich hier unten wieder. Ich glaube, ich gehe jetzt hier erstmal in den Leuchtturm. Genau. Leuchtturm, Leuchtfeuersinus. Oh, ein Fahrstuhl. Der Leuchtturm symbolisiert für uns Seeleute Schutz und Sicherheit. Ist es nicht genial, wie weit man mit dem Fernglas sehen kann? Irgendwann werde ich zusammen mit meinen Pokémon diese fernen Gegenden bereisen. Punkt, 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 Punkt. Du bist also der neueste Herausforderer der Arena von Sonnenweg. Also gut, meine Entscheidung ist gefallen. Wenn du zu schwach bist, suche ich eine Herausforderung in der Pokémon-Liga. Die Arena habe ich fertig renoviert, also hält mich nichts mehr hier. Vor allem will ich Kämpfe austragen, die mich wieder fordern. Als härtester Arenaleiter in Sinnoh werde ich mein ganzes Arsenal an Pokémon gegen dich schicken. Ah. Cool. Da geht's bald noch hin. Ein Ort hat man noch nicht besucht, das ist die Arena und der zweite Ort. Ja, einen Ort haben wir nicht besucht, die Arena und. Ist auch immer gut, ne? Ne, wir haben zwei Orte natürlich noch nicht besucht, das Pokémon Center und die Arena. Zuerst geht's ins Pokémon Center. Dann nämlich alle Menschen. Sonnenweg liegt an einer schmalen Landzunge umgeben von Meer und den Bergen. Den Mangel an Raum machte die Stadt mit Solarfeldern wett, als die Stromquelle und Str als die als Stromquelle und Straßen dienen. Es ist ein Ort, an dem Natur, Pokémon und Menschen ein Ganzes bilden. Einst träumte ich davon, Arenaleiter zu werden. Mein Traum hatte sich zwar nie erfüllt, aber ich lebe mit all den wunderbaren Pokémon. Es ist ein gesegnetes und glückliches Leben. Unglaublich, du bist sowas von cool. Du hast ja schon 7 Orden. Ja, 7 Orden. Und wir kriegen wohl heute auch noch den 8. Und gehen dann auch schon mal Richtung Pokémon Liga. Also so weit machen, werden wir heute hier schon kämpfen. Uns durchkämpfen. So. Deshalb 2 Stunden hatte ich ja gesagt. Einer davon ist ja gleich um. Also, let's go. Pokémon Arena Sonneweg. Arenaleiter Volkner. Ein elektrisierendes Erlebnis. So, Ignaz. Hey, du da. Er ist endlich zurück. Außerdem scheint er motivierter zu sein als sonst. Vermutlich hat er schon bemerkt, wie hart es mit dir sein wird. Ich wette, er kann es kaum erwarten, gegen dich anzutreten. Denk daran, was du zu tun hast, Heißsporn. In der Hitze des Gefechts springt der Funke der Kampfeslust auf ihn über. Na dann los, Heißsporn. Ich warte auf dich in der Pokémon-Liga. Bis dann.
Oh. Ja, hallo, was macht die Kunst, baldiger Champ? Lass mich mal deinen Trainerkoffer sehen, wie viele Orden du hast. Eins, zwei, drei. Wow, du hast schon 7 Orden. Ja. Das heißt ja, wenn du diesen Arenaleiter besiegst, kannst du die Pokémon-Liga aufmischen. Dann ist es auch das letzte Mal, dass ich dich beraten kann. Dann hör mal gut zu, Kindchen. Nur noch dieses eine letzte Mal. Der Arenaleiter ist ein Meister der Elektro-Pokémon. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Den Rest musst du selbst erledigen. Weiter folgt nachher. Und hier ist nichts mit Ron. Oh. Ich hab verkackt. Genau so. Und dann muss ich das Ding drehen. Genau. So komme ich weiter. Wirst du es bis zum Arenaleiter schaffen? Bist du ganz sicher? Ja. Glaube ich. Schulkind Olivia. Warum sind hier Schulkinder in der Arena? Hallo? Das geht doch nicht. Verwirrt. Das ist ja unser Statusproblem hier. Unser bestes Problem auf Welt, ne? Verwirrung. Ich weiß auch nicht warum. Warum wir jedes Mal so diese Probleme mit dieser Verwirrung haben. Ich muss doch nur dieses Pachirisu besiegen. So. Das war's. Die Zahnräder drehen und drehen sich. Ich drehe nach unten und bin raus. Ja. Und jetzt müssen wir schon mal unser Pokémon wieder etwas heilen. Ich weiß, es ist irgendwie immer Hypertrankverschwendung. Wenn es eigentlich 200 kP heilt und ich dafür nur 83 verwende, aber es geht nun mal auch anders nicht. Oh, hier geht's nicht lang. Wow. Wow. Ah. Es ist nur gedacht, dass ich hier oben lang laufe. Für, okay. Dies ist die härteste Arena in der gesamten Sinnoh-Region. Deshalb bin ich hier. Ich will die besten Kampftechniken lernen. Schulkind Joel. Schon wieder ein Kind. Pandimos, das ist doch eine Elektro-Arena. Elektro-Arena, aber irgend so ein Psycho-Pokémon. Manchmal weiß man auch nicht, wie die Arenen aufgebaut sind. Level 33 für Zupeiser. Du bist ganz schön stark. So.